Ja, meine Mutter hat gehört im Radio, dass Amazon hier aufmacht und ich habe mich dann natürlich gleich aufs Internet gesetzt, habe auf der Homepage geguckt, nach Stellenangeboten und habe mich da selber beworben. Davor habe ich an der Diskothek gearbeitet und habe einfach was Lukrativeres gesucht, wo ich mehr Chancen habe und auch ein bisschen mehr Geld verdienen kann. Es war so, dass ich gesehen habe, es fahren viele mit Stapler rum, das möchte ich auch machen. Schulungen werden hier umsonst angeboten, ich musste mich nur dafür anmelden. Und hatte dann auch relativ schnell einen Termin für eine Schulung, habe dann innerhalb von 3 Tagen meine Schulung gemacht. Aber es ist im Prinzip nicht anders wie Autofahren, nur die Lenkung ist ein bisschen anders. Und dann habe ich mich halt entschlossen, am 2. Tag schon nach der Theorie dann gleich meine Praxis zu machen. Nachdem ich hier angefangen habe, meinen Freund hier kennengelernt. Ich mochte ihn schon am Anfang, sah goldig aus und so. Dann habe ich immer so ein kleines Bonbon mit auf meinen Kart gelegt. Und so kamen wir dann halt auch irgendwann ins Gespräch, weil ich immer dachte, er kann mich nicht leiden. Und bis wir uns dann irgendwann mal getroffen haben in einem Café und mal ein paar erste Dates hatten. Ich habe hier viele Aufgabenbereiche, die ich mittlerweile beherrsche und bin nicht nur in der Abteilung Stow, sprich Einlagern, zuständig, sondern auch, um hier dann Platz zu schaffen, in die Inventur einzugreifen, eben Stapler zu fahren. Ich bin auch Instructor, sprich ich lerne auch die Neuen ein. Und habe dann natürlich auch Kontakt gleich mit den Neuen, wenn sie reinkommen. Sprich, ich werde entweder, wenn jemand anders da mal sie einlernt, werde ich noch erwähnt, weil man mit Fragen zu mir kommen kann. Wenn nicht, bin ich selber da und lerne sie ein, wo sie mich dann kennenlernen die nächsten Tagen, weil sie mit mir dann unterwegs sein werden. Also da gibt es unterschiedliche Typen, haben aber die meisten auch Spaß bei der Arbeit und freuen sich auch und sind ganz euphorisch, wenn sie dann hier mal durchlaufen dürfen und sich das Ganze erstmal anschauen.